Eine ziemlich wichtige Schaltung stellt der RC-Tiefpass oder der RC-Hochpass dar. Er besteht im Wesentlichen aus diesen beiden Elementen, die natürlich gespeist werden aus einer Spannungsquelle mit der Leerlaufspannung U. Das ist der Widerstand R und das hier ist die Kapazität C und wir haben hier eine Ausgangsspannung, die ich mal UA nenne. Wir haben hier keine Last dran. Das betone ich, weil später nochmal der Belastet berechnet wird. Also hier hängt jetzt nichts dran. Das macht physikalisch wenig Sinn, denn eigentlich möchte man ja immer irgendeine Arbeit verrichtet haben. Und wenn es nur ein Zeiger ist, der bewegt werden soll oder eine Lautsprechermembran oder was auch immer, dazu müsste man eigentlich hier Wirkleistung abnehmen. Das kann man hier nicht. Wir haben es hier mit dem unbelasteten RC-Tiefpass oder Hochpass zu tun. In diesem Fall, ja, schauen wir mal, was rauskommt. Wir bestimmen UA aus dem einfachen Spannungsteiler. U mal 1 durch J Omega C durch R plus 1 durch J Omega C. Und damit das schöner aussieht, lasse ich das J Omega C nach unten rutschen und kriege U mal 1 durch 1 plus J Omega RC raus. Okay, ich interessiere mich unter Umständen einfach nur für das Verhältnis der Beträge. Und dann habe ich hier einfach nur 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat stehen. Und der Winkel Phi, der angegeben wird als der Arkustangens UA zu U, der ist gleich minus Arkustangens, weil der Winkel des Nenners hier betrachtet wird. Oben haben wir ja den Winkel 0 und dann ist es Omega RC. So, das können wir uns alle schon mal merken. Das sind nämlich wichtige Zwischenergebnisse hier. Ich stelle mir mal drei Fälle vor, die ich im Einzelnen betrachten möchte. Nämlich lasse ich mal Omega gegen 0 gehen. Und wenn ich Omega gegen 0 gehen lasse, dann bekommen wir UA zu U-Betrag gleich, naja, 1 raus. Okay, der Winkel Phi wird gleich, da steht 0, also 0 Grad. Ich lasse Omega auf unendlich gehen, dann ist UA zu U. Und wenn ich das hier mache, dann verhält sich das wie 1 durch Omega RC. Es geht also gegen 0 und Phi wird zu, na, da steht eine ganze Menge, also unendlich wird zu minus 90 Grad. Jetzt suche ich mir noch einen anderen Punkt, nämlich Omega gleich 1 durch RC. Man könnte es auch anders herleiten, aber wenn ich hier 1 durch Omega RC einsetze, dann bekomme ich zunächst mal UA durch U. Das ist das hier im Komplexen gerechnet. 1 durch, und da steht 1 plus, J mal, ja, 1 durch RC mal RC, also 1 plus J. Ja, gut, wenn ich das auswerte, dann haben wir hier die Beträge UA zu U gleich 1 durch Wurzel 2 und der Winkel Phi wird minus 45 Grad. Okay, in ein schönes Diagramm eingetragen. Ergibt sich hier für den Betrag UA zu U-Betrag 1, 1 durch Wurzel 2, hier ist 0, da ist die Frequenz F und hier machen wir mal FG hin. Was ist FG? Dieses Omega G hier wird auch genannt die Grenzfrequenz 1 durch RC und daraus folgt natürlich die Grenzfrequenz FG als 1 durch 2 Pi RC Grenzfrequenz. Und das ist auch das, was es so bedeutsam macht. So, zeichnen wir das, dann stellen wir fest, wir haben hier zunächst richtig guten Durchgang und dann nimmt das ganze Ding hier ab, nach hier hinten hin. Es handelt sich also um einen Tiefpass mit dem Durchlassbereich hier und dem Sperrbereich an der Stelle. Den Winkel noch aufgetragen. So, der fällt von 0 asymptotisch auf minus 90 Grad.
Wenn ich jetzt mal rausgreife, was denn UA-Betragsquadrat zu U-Betrag wäre, das wäre ja das Verhältnis der Leistungen PA zu P. Natürlich wird hier keine wirkliche Leistung verrichtet, aber die, wenn man sie denn so an einen Widerstand kriegen könnte, verrichtet werden könnte. Und wenn ich das logarithmisch auftrage, so und so, und hier auch die Frequenz logarithmisch auftrage, FG, 10 FG, 100 FG, 1 Zehntel FG, und hier habe ich UA durch U, und zwar zum Quadrat, logarithmisch, dann wäre hier die 1, hier meinetwegen ein Hundertstel, also da sind die Spannungen im Verhältnis 1 zu 10, und hier wäre ein Zehntausendstel, da hätten die Spannungen das Verhältnis 1 zu 100, die Spannungsquadrate natürlich das Verhältnis 1 zu 10.000. FG, 10 FG, 100 FG, das ist jetzt nicht so schön geschrieben, aber es macht doch nichts. So, Phi, minus 45 Grad, minus 90 Grad, den Punkt kennen wir schon. So, was passiert hier? Wir sind hier jetzt im Durchlassbereich sehr dicht bei der 1. Dann fällt es. Und dann fällt die Geschichte hier linear ab. Und zwar mit einem Gefälle von Faktor 100 pro Dekade. Wenn sich also die Frequenz verzehnfacht, halbiert sich hier diese Leistung, dieses Leistungsverhältnis, nicht halbiert sich, sondern hundertelt sich dieses Leistungsverhältnis. Und das sieht ein bisschen krasser aus, ist aber eigentlich das, was wir schon kannten. So, und das ist eine sehr beliebte Darstellung, weil man nämlich hier den Sperrbereich noch sehr gut sehen kann. Nun, was passiert, wenn man jetzt die Spannung UR abnimmt? Hier. Nun, wenn wir uns das anschauen, dann ist UR, ja, der Spannungsteiler, nur jetzt etwas anders ausgewertet. Ich schreibe es mal UR durch R gleich hin. R durch R plus 1 durch J Omega C. Und ich bringe das J Omega noch nach oben. So, wir sehen jetzt, dass hier sowohl oben ein Omega steht, als auch unten ein Omega steht. Wie wirkt sich das aus, wenn wir die Betragsverhältnisse uns wieder angucken? Nun, oben passiert erstmal nichts. Der Betrag von J Omega RC ist einfach Omega RC. Und unten kriegen wir wieder eine Wurzel 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. Und wir können den Winkel Phi angeben. Das ist eigentlich das, was wir eben hatten. Nur haben wir hier schon mal eine Drehung um 90 Grad nach oben noch. Also 90 Grad minus Arcus Tangens von Omega RC. So, auch hier, die ganze Zeile ist eigentlich wichtig. So, schauen wir uns kurz an, was passiert bei Omega gegen 0. Nun, Omega gegen 0, das spielt dann keine Rolle, das geht gegen 0, also haben wir UA zu U, verhält sich wie Omega RC, geht natürlich gegen 0, Phi geht gegen 90 Grad, Omega gegen unendlich, UA zu U, naja, unendlich, dann steht hier unendlich durch unendlich, das wird nämlich 1 und der Winkel Phi 90 Grad minus 90 Grad geht auf 0 und bei Omega gleich 1 durch RC, also Grenzfrequenz. So, da hätten wir die Situation, dass hier, naja, wieder UR durch R gleich, schauen wir uns das hier an, das ist J1, also J durch 1 plus, da steht wieder J, 1 plus J, also UR
durch U-Betrag wird 1 durch Wurzel 2 und das Phi wird 45 Grad, weil wir hier Arkustangens von 1 abziehen von 90 Grad. Ein Diagramm wieder. F, FG, UA-Betrag durch U, 1, 1 durch Wurzel 2 und dann kommen wir so hier raus, haben es hier mit einem Hochpass zu tun, wo wir nämlich hier den Durchlassbereich haben, hier den Sperrbereich, den Phasenwinkel können wir angeben F, FG, 90 Grad, 45 Grad, Phi, ich fange mal mit der Hälfte hier an. Gut, dann schauen wir uns wieder diese ominöse Leistung an, P mit dem, in diesem Fall UR-Betragsquadrat durch U-Betragsquadrat. Und das Ganze machen wir wieder logarithmisch, so wie ich es eben auch gemacht habe. Ein Hundertstel FG UA durch U Quadrat. Auch das logarithmisch angegeben, habe ich hier schon stehen. Nee, das soll auch logarithmisch sein. Hier oben ist die 1, ein Hundertstel, ein Zehntausendstel, da geht es da durch. Hier oben sind wir sehr dicht an der 1 und dann haben wir hier den linearen Abfall und hier steigt das Ganze mit Faktor 100 pro Dekade. Wie gesagt, es geht hier um die Leistung. Die Spannungen steigen nur um den Faktor 10 pro Dekade. Hier ändert sich wenig. Ich gebe es deswegen ein bisschen stilisiert nochmal an. Phi 90 Grad. Das Einzige, was passiert ist, dass das ein bisschen extremer hier an dem Knick verläuft. F. Logarithmisch.